Hallo und herzlich. Nee, also, Moment. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft. Ja, heute spielen wir wieder mal auf den Multiplayer-Server und spielen wieder mal auf dem Gomme-Server. Gomme-HD-Server. Irgendwas. In the Games, genau. So, jetzt muss ich nur schnell einen Server raussuchen, dann kann es eigentlich schon losgehen. Mal sehen, wie es wird. Ich habe jetzt seit der letzten Folge ein bisschen was trainiert. Bin auch schon gelesen, besser geworden. Soll aber heißen, besser heißt nicht immer gut. Ja, ich krieg's schon besser hin. So, jetzt verstecken erstmal die ganzen Spiele hier. Die Nerven nehme ich nur. Okay, da ist ein Server am Restarten. Schöne Vorstellung und warten, bis es grün wird. Und dann klicken. Klicken. Jo, ich bin gespannt. Also ich habe jetzt noch mal, bevor ich jetzt hier... Ach Mensch, so schnell. Als ich von Anfang an war es leerer gewesen hier. Naja. Und hier... Oh, Alter, geht da schnell heute. So, dann muss ich halt... mich am besten hier direkt da vorstellen. Und immer schön aufpassen. Schön aufpassen. Ja. Mir ist aufgefallen, nachdem ich meine eigene Aufnahme von der letzten Folge mal so angeguckt habe... Meine Tastatur ist schon laut. Ja, also musst du mal gucken, vielleicht kriege ich das irgendwie leiser, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich habe gemerkt, meine Tastatur ist scheiße laut. Liegt auch daran, dass ich noch so eine schöne alte Tastentastatur habe, die quasi, wo man noch so richtig hört. Das hat mir nicht irgendwie immer so gefallen, wenn man so die Tastatur so richtig hören konnte. Bei den neuen ist ja so, da hörst du die Tastatur ja kaum noch. Das ist ja immer so total weichen Tasten und... Naja, ich würde es sowieso als Pussy-Tasten bezeichnen, aber ja, gut. Das ist dann jedem das Seine. Und ich bin drin. Super. Nur hoffen, dass jetzt nicht wieder irgendein Premium angekackert kommt, der mich dann wieder rauswirft. So, ich nehme mal wieder das Kit Barbar, damit ich mich am besten geladen. Dann habe ich wenigstens eine kleine Rüstung, dann habe ich wenigstens auch einen kleinen Vorteil, wenn ich gegen Ungerüstete zu Anfang kämpfe. Jetzt habe ich erstmal irgendeine Map ausgesucht, ohne zu gucken, was ich da ausgewählt habe. Scheiß drauf. So, springtechnisch habe ich jetzt so ein bisschen geprobt. Was war denn das jetzt? Also ich merke schon, es ist jetzt auch ein bisschen langsamer als normal. Stammt alles aus von der Aufnahme, dass ich jetzt das auf. Alter! Aufnahmeprogramm mitlaufen habe und jetzt sehe ich da schon wieder, dass ich da Haufen Premium angekackert kommen. Das gefällt mir schon wieder gar nicht. Ich kriege jetzt irgendwie jetzt gerade Vorführeffekt-mäßig gar nicht mit dem Springen hin. Ah, so geht das. Oh, Mensch! Ja, okay, gut. Ah, jetzt krieg ich Sinn. Los. Ja, ich weiß, was jetzt gleich passiert. Genau, ich wurde von einem Premium gekickt. Irgendwie hasse ich sowas. Das geht mir richtig so. Da kriege ich mal einen Hass, wenn ich sowas lese. Vor allem, wieso schreiben die da gekickt? Dann hätten die einfach sagen können, sie tauschen mich für ein Premium aus, aber wenn da unten steht, irgendwie kicken. Das hört sich immer so arschlochartig an, irgendwie. So. Naja, gut. Ja, müssen warten, bis dieser Server sich jetzt hier. Gestern Abend war es so, als ich mal eine Runde spielen wollte, war es irgendwie so, ich wurde ständig rausgekickt. Ich gehe ins Server rein. Mit ein paar Minuten habe Kit ausgewählt, so und so, und dann bin ich rausgekickt. Wieder kurz vor Start rausgekickt. Immer wieder. Und das 10-mal nacheinander. War dann immer nervig gewesen. So, jetzt sehe ich. Sind gerade Haufen. Hier, wie heißen sie? Keine Premiums drin. Das heißt, ich habe vielleicht Glück und werde diesmal nicht rausgeschmissen. So. Geht mir aus dem Weg. Mann. Boah, wieso kriege ich das jetzt nicht hin? Vorhin habe ich das noch richtig gut hingekriegt, ey. So. Boah. Was ist denn los? Ich sehe schon, jetzt kommen wir Haufen von diesen Kack-Premium rein. Also jetzt nichts gegen die Leute, die sich bei solchen Servern Premium kaufen. Mich kotzt das bloß an, dass man da immer für die rausgekickt wird. Hätte man sich aufs Besseres einfallen lassen können. Ernsthaft. Gibt's Besseres. Oh, jetzt bin ich noch weiter gesprungen. Doppelsprung, Mann. Jetzt sehe ich, was ihr habt. So. Boah, wieso drücke ich denn nicht die Sprungtaste? Ja, nee, das war nicht die Sprungtaste. Okay, gut. Also es sieht so aus, als würde ich es diesmal in den Server reinschaffen. Wenn nichts noch irgendwas dazwischen kommt, also das
langsam knapp, aber ich scheine drin zu sein. Yay. Das ist lustig. Das ist schön. Und ich bin drin. Super, so. Erstmal hier das hier wegschlagen. Gut. Dann am besten immer in die mittlere obere Kiste reingehen. Ich glaube zwar, dass in den unteren Kisten besseres Zeug drin ist, aber in der oberen Kiste greifen die immer erst zuletzt zu. Deswegen ist es immer relativ clever. Und der da drüben sieht irgendwie komisch aus, wie so ein kleines Kind, das sich bekotzt hat. Naja. Gut, okay. Und jetzt geht's gleich los. Und Sprungtaste rein. Und alle Tasten bereit. So, alle Tasten bereit. Und jetzt. Was war das jetzt? Lol, da ist ja meine. Irgendwie hat mich jetzt gerade gewundert, was dieses komische Geräusch gerade war. War irgendwie so ein komisches Schreien. Zweitens, warum war die Kiste so leer? Das war irgendwie. Hä? Ja, gut. Das heißt, ich muss jetzt irgendeine Kiste finden. Sonst bin ich ganz schön am Arsch. So, jetzt mal hier ein bisschen Sprint. Ein bisschen Tempo auf die Beine. Ich sehe schon, mein nächster Gegner ist hinter mir. Gut. Enchanting Table. Jetzt bin ich hier ganz schön am Arsch. Ah, da ist eine Kiste. 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 Ja, die hat wenigstens was. Da kann ich mir schon ein Dierschwert masteln. Nee, kein Dierschwert. Was reden wir da? Und da ist noch eine Kiste. Gut wäre es jetzt, wenn ich natürlich Holz kriegen würde, aber Holz findet man ja, glaube ich, soweit ich weiß, in solchen Kisten nie. Schade eigentlich. Oh, das sieht gut aus. Dann kann ich mir ja schon mal irgendwie was aufbauen, wenn ich den Holz finden würde. Denn momentan bin ich so ein bisschen... Oh, wenn ich hier so stehe... Ich schwimme mal da hinten zu dieser Insel hin. Hey. Hä? Was war das jetzt los? Na gut, okay. Wir sind jetzt in der PvP-Phase. Jetzt mal gucken. Ist hier irgendjemand? Du, da hinten ist jemand. Okay, er hat mich nicht gesehen, oder? Hat er mich gesehen? Folgt er mir? Nee, der folgt mir nicht, oder? Nee, der folgt mir nicht. Nee, der nächste Gegner ist hinter mir. Hörner. Dann ist das der, oder? Ist das der? Ja, wird das schon Sinn. Okay, dann werde ich mal besser Sicherheit hier quasi den Baum von hinten erpacken. Ach Mensch. Jetzt habe ich auf jeden Fall Sprint drin, aber jetzt bin ich schon wieder hier irgendwo mitten im Nirgendwo. Ohne irgendein Stuff zu haben. Also irgendein Schwert oder sowas. Das ist natürlich kacke. Wenigstens habe ich Nahrung, das ist wenigstens schon mal eine gute Sache. Wow, fuck. Ja. Das zum Thema Springen. Hier werden immer noch Leute mit Headshot getötet. Das ist auch seltsam. 42 Blöcke, das ist scheiße nah. Da ist ein Typi. Folgt der mir? Wow, fuck. Nein. Alter, Mann. Da wurde ich getauscht mit jemandem, der kurz vor der Lava stand. Und weil ich gerade beim Wegrennen war, weil ich im Sprint war, laufe ich in die Lava rein. Ach Mensch. Das war doch auch für ein Arsch hier. Ach Mensch. Ja, also. Ja. Eine sehr gute Runde hatte ich bisher noch nicht gehabt. Vielleicht ändert sich das ja jetzt. Wo meine letzte Runde eigentlich gar nicht mal so schlecht war, es war bloß halt nichts Besonderes. Ja, da muss man halt. River. Klingt spannend. So, bis jetzt nur ein Premium-Spieler. Ist jetzt zum Glück erstmal nicht schlecht. So. Wenn die mir hier mal nicht im Weg stehen würden. Ach Mensch. Da drücke ich dann. Da vergesse ich dann, muss zu springen. Nein! Mensch, das ist doch nicht so schwer. So, erstmal Sprint und dann immer. Boah, Mensch. Hier sehe ich hier hin. Ich ziehe auf die Ecke. Drücken Sprint und treffen nicht. Wir sitzen hier. Ziehen auf die Ecke ab. Und dann drücken wir dummerweise die Sprungtaste zu lang. So, dass wir einen Doppelsprung machen und dann auf den Boden fressen. So.
Ja, geschafft. Jetzt Stück Part. Oh, Mensch. Vorhin habe ich das noch richtig gut hingekriegt. Jetzt hier eine Aufnahme gibt es nicht. Klappt es nicht. Okay, gut. Mensch, wieso? Naja, gut. So, und da war eine kleine Unterbrechung. Leider hat die Unterbrechung leider zu lange gedauert, deswegen konnte ich jetzt keine Kiste schnappen. Schade eigentlich. Doof. Jetzt muss ich natürlich hier schnell klarkommen und mir am besten erstmal wegrennen. Ich bemerke natürlich auch immer mehr, dass diese Lederrüstung, die bringt mir eigentlich auch nichts. Die bringt eigentlich auch nichts. Ohne richtige Rüstung ist sie nullwertig. Okay, der hat Eisenstücke, der wird sich wahrscheinlich einen Eisenschwert machen. Das soll auch heißen, dass ich mich hier besser mal schnell verpisse, bevor der mir hier noch auf den Sack geht. Und auf die Rübe geht. Okay, gut. Dann werde ich mal versuchen, vielleicht hier, ja. Und schon mal nicht mehr. Hat geklappt. Super. So, ich sehe, die Schutzzeit nähert sich ihrem Ende. Das heißt, ich muss jetzt auch schnell mal mich hier verpieseln. Ich habe einen Bogen, das ist ja schon mal nicht schlecht. Okay, gut, also hier dieses Tal. Ist ein bisschen doof und da ist da drüben die ganzen Kisten. Schuanimo! Hat geklappt, super! Also, das kommt nicht in die Tüte. Zum Glück bin ich nicht der Erste, der hier drauf geht, das ist offenbar was. Jetzt muss ich natürlich hier noch hochkommen. Fuck, das wird natürlich eine monströse Herausforderung sein. Zumal ich hier dieses Jump-Pen noch nicht so perfekt. Oh, fuck. Och, leck mich doch am Arsch. Wer macht denn sowas? Wer lässt sich denn so einen Kack einfallen? Jemand, der nicht nachdenkt. Genau. Denn ich hab's halt drauf. Ja, genau. Ich hab's drauf. So. Jetzt bin ich hier so am Rand und kann nichts machen. Logo. Ich habe hier ein Erfahrungsfläschchen. Wäre natürlich nicht schlecht. Jetzt habe ich auch einen Bogen und Pfeil verschwendet. Nee, habe ich nicht. Gut. Oh, Lava. Also in die Lava springe ich mal besser nicht rein. Das wäre vielleicht taktisch nicht allzu klug. 70 Blöcke Entfernung. Da habe ich immer hier schon meine Ruhe. Wenn ich jetzt craften wollte, hätte ich jetzt ganz einfach, aber man sieht. Es ist nicht so. Wow. Blöcke. Oh fuck. 65 Blöcke, okay. Also er verschwindet. Ah, jetzt hat das gerade ein bisschen gedackt. Baue ich mal schnell den Baum ab. Vielleicht werde ich ja nochmal in den Tunnel da getauscht. 61 Blöcke ist ja nicht schlecht. Ach Mensch. Sportet. Dort Ding. Hier weg, bevor ich in der Nähe bin. So, jetzt kann ich mich endlich mal hier kurz verpieseln und mal schnell craften. So, so. Schnell. Kann ich mir wenigstens ein Goldschwert machen. Nein. Fuck. So. Ich bin nur den letzten 7, was ein Glück.
gewesen ist ein Goldschwert. Inwieweit das mir voranhilft, ist natürlich auch fragwürdig. Zumindest bin ich weit von meinen Gegnern weg. Hey, hier ist eine Kiste. Eine Kiste. So. Was ich bräuchte, wäre natürlich Nahrung. Oh fuck. Leck mich am Arsch, das war so scheiße. Ah, gegen den hätte ich keine Chance gehabt. Der scheint ordentlich Rüstung gehabt zu haben. Ah, wieso hat mein Kompass nicht entdeckt? Das ist doch. Ja, Mensch, jetzt wirfst du mein schönes Zeug weg. Ey, mein schönes Zeug. Wirf da einfach weg. Dieses Arschloch. Meine Fresse, das hat mir so schwer Arbeit. Nun gut. Im Schatten meines Stuffs, Zeugs oder was auch immer das da ist, was da so dahin vegetiert. Und einer wirklich nicht sehr erfolgreichen Folge. Aber ich sag mal so, Übung macht die Meister, so heißt es ja immer. Kann ich sagen, das war's dann wohl für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Stronghold. Let's Play Minecraft. Ja, Let's Play Minecraft Multiplayer. Hide and Seek, irgendwas. Die Server sind wie immer in der Info-Dings verlinkt. Zumindest jetzt ab sofort in der Infobox verlinkt. Hat das Huhn das gerade... Ach, geil. Das Huhn hat ja gerade mein Zeug aufgesammelt. Ist das Camellia? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ab sofort sieht man immer so kleinere Infos jetzt unten in der Infoleiste noch mit drin. Das heißt, verwendete Programme, Server, wenn denn welche verwendet werden. Ich denke, das könnte interessant sein, keine Ahnung. Und was ich auch noch Wichtiges sagen muss, ab sofort kommt sonntags keine Folge mehr raus, weil ich im Wochenende immer viel mit Schule zu tun habe auch. Und dann macht sich das doof, und dann will ich dann lieber dieses Wochenende, wenn ich dann diese Zeit, die ich dann quasi mehr habe, dazu nutzen, damit ich dann wenigstens mit Sicherheit immer so ein bisschen vorproduzieren kann, damit keine weiteren Folgenausfälle, wie es dann am Mittwoch geschehen ist, passieren. Also, wenn ihr die Folge schon seht, ist ja eigentlich schon wieder eine weitere Woche Mittwoch. Und habt schon einmal gemerkt, dass jetzt die Sonntagfolge ausgefallen ist. Das wird in Zukunft jetzt öfter so passieren. Die Sonntagfolge wird jetzt quasi wegfallen. Das heißt, jetzt kommt nur noch Montag, Mittwoch und Freitag. Das heißt, alle zwei Tage eine Folge. Aber ich denke, das sollte so... Spooky, der Typ, der mich getötet hat, hat gewonnen. Wow. Sollte so klappen, ja. Ja, mehr habe ich dann auch nicht zu sagen. Also, wie gesagt, das war's für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn ich vielleicht sogar einen besseren Skin habe. Adios, Muchachos. Oh, hoi!